Und bei den Besten aus dem Katalog, da geht es heute um die Rettung. Ja, um die Rettung ihrer Erinnerungen, ihrer alten Schätze. Das können zum Beispiel VHS-Kassetten sein. Das können aber auch Super 8mm Filme sein. Und ich könnte wetten, jeder hat solche wertvollen Schätze noch. Nur jetzt stellt sich der ein oder andere berechtigterweise die Frage, warum muss ich die denn retten? Ich habe die doch noch da, ich kann die doch auch jederzeit anschauen. Ich habe ja sogar noch einen Rekorder. Könnte man theoretisch schon, aber das macht es nicht besser. Ganz im Gegenteil, im Laufe der Zeit nimmt die Qualität ab und irgendwann wird man sie nicht mehr anschauen können. Und darüber berichten auch die Medien bzw. das Frauenmagazin Freundin. Warum sollte ich VHS-Kassetten digitalisieren? Durch eine langsam stattfindende Entmagnetisierung der Magnetbänder wird die Qualität der Aufnahmen mit den Jahren immer schlechter. Besonders nach 20, 30 Jahren werden die Schäden sichtbar. Es kommt zu einem verstärkten Rauschen in Bild und Ton und die Aufnahmen verblassen. Die wertvollen Aufnahmen sind dann nicht mehr schön anzusehen. Sie können Ihre Erinnerungen aber ganz leicht retten, indem Sie die Videokassetten schnellstmöglich digitalisieren. Und mit schnellstmöglich, Sie müssen jetzt nicht ins nächste Fotogeschäft gehen und fragen, können Sie mir bitte meine 20 bis 50 Kassetten digitalisieren? Nee, Sie können gleich hier mit uns anfangen, denn bei uns gibt es solche Retter. Ja, und wenn Sie jetzt zuschauen, brauchen Sie nicht mal eine Bedienungsanleitung. Das kann ich Ihnen garantieren, weil es ist so kinderleicht. Hier haben wir unseren Universal-Digitalisierer für analoge Medien, also für Videorekorder oder Videoabspielgeräte. Kann man übrigens auch mit einer Videokamera verbinden, da geht es genauso einfach. Bei uns heute soll das Beispiel das Videoabspielgerät sein. So, jetzt packen wir das mal gemeinsam aus. So kommt es nämlich zu Ihnen. Natürlich jetzt jedes Teil, was ich Ihnen zeige, nochmal einzeln verschweißt. Da habe ich jetzt drauf verzichtet. Wir haben ein dreiadriges Cinch-Kabel, dreiadrig ganz klar, Stereoton und das Bildsignal. Das lege ich jetzt mal rüber zum Videorekorder. Dann haben wir ein Netzkabel und jetzt kommt das Schwierigste vom ganzen Unternehmen digitalisieren, nämlich das Netzkabel ins Gerät stecken. Das ist ein Micro-USB-Anschluss und ich muss immer gucken, dass ich es richtig rum habe. So, und wenn Sie das geschafft haben, haben Sie das Schwierigste schon hinter sich. Jetzt hole ich mir Strom und dann müssen Sie nicht mal mehr einen Anschalterknopf suchen, weil Sie werden jetzt gleich sehen, das verbindet sich automatisch. Ja, und jetzt sehen Sie, hallo, sagt es praktisch, also auf Visio und es geht an. So, und jetzt verbinden wir dieses Gerät ganz einfach mit unserem Videorekorder. Und jetzt haben wir dieses dreiadrige Kabel, die eine Seite ins Videoabspielgerät und die andere Farbe auf Farbe einfach hier drauf. So, und jetzt spielen wir einfach mal unsere Videokassetten ab, damit wir hier mal eine Kontrolle haben. Und zwar bitte ich dich, jetzt sehen wir aber schon, Sie haben das vielleicht mal früher bei den Videorekordern, wenn ich die an Fernseher anschließe und nichts mache, habe ich auch immer dieses Blaue. Das haben wir jetzt schon. So, und du schiebst jetzt bitte mal die Videokassette rein. Das ist übrigens ein Modell mit Autoplay. Müsst also jetzt im Normalfall, sobald die Kassette dran ist, wenige Sekunden später schon loslegen. Und das können wir ja einfach kontrollieren. Wir sehen es, es war gerade der erste Zucker, jetzt haben wir es. Und nochmal, Achtung, kommt gleich wieder. Guck mal, ob die steck mal hinten den Stecker richtig rein, aber jetzt haben wir es. Jetzt läuft es sehr, sehr flüssig. Also, sichtbar gemacht haben wir schon. Wir haben es aber immer noch als analoges Medium, weil es läuft ja ganz einfach vom Videorekorder. So, und jetzt können wir hier oben zwei Sachen machen. Wir können dieses Bild auch übertragen an den Fernseher. Ja, wenn man das machen will, dann sieht man es im großen Bildschirm. Da haben wir hier einen HDMI-Anschluss. Aber ich lasse es lieber hier drauf, ganz einfach, weil Fernseher kann ich dann nebenher eine interessante Sport-Sendung oder andere Sendung anschauen, weil das Gerät arbeitet auch ohne Fernseher. So, und einen USB-Stick oder eine externe Festplatte brauchen Sie, weil das ist das neue Speichermedium. Und das kommt jetzt hier in die USB-Schnittstelle. Und hier sehen Sie, und das ist bei jedem USB-Stick ein bisschen anders, der liest sich erst ein. Meiner blinkt, bis er fertig ist, ja. Und wenn er nicht mehr blinkt, dann ist er dienstbereit. Und jetzt kann ich digitalisieren. Und Sie achten jetzt bitte mal auf den Bildschirm. Und zwar hier oben ist so ein rotes Kamerasymbol. Und hier unten haben wir, und das war schon früher bei Kassettenrekordern so, Rekordtaste ist rot gekennzeichnet. Und wenn ich die jetzt drücke, schauen Sie mal, kurzer Druck drauf, haben Sie es gesehen, oben hier, Zählwerk. Und genau in diesem Moment beginnt es zu digitalisieren. Das ging ja schnell und einfach. Ja, und es gibt wirklich Firmen, die verlangen viel, viel Geld dafür. Ich meine, die begründen das mit dem Zeitaufwand. Man muss es wissen, das geht 1:1. Also so lange, wie der Videofilm ist oder die ganzen Videofilme, so lange brauchen Sie zum Digitalisieren. Aber jetzt sage ich Ihnen eins, hinstellen.
macht alles allein. Sie brauchen nichts mehr tun. Sie können ab und zu mal zuschauen, aber Sie sind sich sicher, dass innerhalb weniger Minuten, je nachdem wie lange der Film ist, das hier, was hier noch analog ist, und zwar in Bild und Ton, digitalisiert wird und jetzt auf Ihrem Speichermedium landet als sogenannte MP4, das ist das Dateienformat. Was ich dann immer rate, ist, dass man eine Sicherheitskopie macht. Weil eigentlich ist, man hat über Haltbarkeit von digitalen Medien, weiß man noch nicht so genau was, aber im Prinzip über Jahrzehnte, über Generationen hält das. Aber der Datenträger, das hat auch jeder schon mal mitgekriegt, eine Festplatte oder ein USB-Stick könnte kaputt gehen. Und dann wäre natürlich die Datei auch nicht mehr lesbar. Und deshalb haben wir hier die Möglichkeit. Hier ist übrigens was, da geht es jetzt um die Lebensdauer von Kassetten. Und das, was Anne-Kathrin vorhin gesagt hat, selbst bei wirklich hervorragender, professioneller Lagerung, haben wir trotzdem diesen Leistungsverlust. Irgendwann, da sind sich auch Experten einig, wird übrigens gar nichts mehr drauf sein, weil diese Videotechnik ist so ein Magnetisierungsvorgang. Und die werden im Laufe der Jahrzehnte, also wirklich nicht über Wochen, sondern im Laufe der Jahrzehnte entmagnetisiert. Und irgendwann schiebt man die Kassette rein, die man schon jahrelang gut gelagert hat. Und da ist gar nichts mehr drauf. Mhm. Also das ist ein schleichender Vorgang. Die Qualität wird immer schlechter, so wie du beschrieben hast. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn man dann noch lange wartet, dann ist mal irgendwann alles vernichtet. Und das müssen Sie verhindern. Weil auf diesen Videokassetten sind Generationen von Emotionen, von Geschichten. Ich weiß, von Anne-Kathrin gibt es ganz, ganz viele Videos, die ihr Vater hütet wie einen Schatz. Das weiß ich mittlerweile auch. Ja. Aber auch von Diana gibt es Kindervideos. Und Diana ist ja jetzt gerade mal Mitte 20, aber selbst da ist das schon interessant, diese Kindervideos. Wir würden nachher mal eins sehen, hier anzuschauen. Hier sehen wir, wie einfach das ist. Anstatt des Abspielgeräts können Sie natürlich auch eine Kamera, die ja auch immer Abspielfunktionen hatten, anschließen und dann auch von aus diesem Film diesen genauso digitalisieren. Das geht da. Aber so einfach, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn Sie jetzt 3 Minuten lang zugeschaut haben, dann holen Sie sich diesen Digitalisierer, der unter 100 Euro kostet, das ist unglaublich, ja, und packen ihn aus und wissen sofort, wie es geht. Sie können die Bedienungsanleitung dann ganz einfach auf die Seite legen, weil es gibt eigentlich keine Fragen mehr. Jetzt natürlich, wenn der Film zu Ende ist, dann stoppen Sie die Aufnahme und dann haben Sie hier eine MP4 drin. Und am Digitalisieren gibt es ja noch mehr Vorteile als die Haltbarkeit, weil sobald es digitalisiert ist, kannst du es beliebig oft vervielfältigen und verschenken. Du kannst es bearbeiten. Du kannst Filme zusammenschneiden, ja? Beste Sequenzen zu einem Jubiläum oder ähnliches. Jetzt, wenn du endlich mal 25 wirst, zu deinem 25. Geburtstag, werden dann deine Kindervideos zusammengeschnitten. Habe ich das jetzt nicht charmant gesagt? Es geht runter wie Öl. Hm? Aber mal Spaß beiseite. Wenn Ihnen etwas an solchen Schätzen liegt, und ich wette, jeder hat sie noch, ist ja gar nicht so lange her, 80er, 90er Jahre, dann müssen Sie die retten. Das sind übrigens Originalaufnahmen von unserer lieben Diana. Diana ist ja immer noch süß, aber Diana war ja wirklich, das ist ja ein Goldpunkt. Ich sage immer, das ist ja so süß, da bekommt man Diabetes. Ja, die sind da. 1, 1,5, vielleicht 2, oder? Ja. Also gelaufen ist es schon, also zwischen 1 und 2. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie geboren ist, aber oh, das ist ja auch immer schön. Alter, dann, ja. 95, das ist ja schön, dass bei den meisten Videos sogar Datumstempel dabei ist. Da weiß man also immer genau einzuschätzen, wie alt das ist, weil Schätzen ist immer sehr, sehr schwer. Und auch bei Damen schätzt man sowieso nicht das Alter, ja? Aber hier weiß man es dann. Ne? 94,95 €, das ist ein kleines Geld, was Sie in diese tollen, ja fast schon emotionalen Momente investieren. Ich weiß, als wir uns das erste Mal das Video von Diana angeschaut haben, haben ganz viele, inklusive mir, auch Kullertränchen in den Augen gehabt. Aber vor Freude, diese tollen Emotionen. Stellen Sie sich vor, die verschwinden, die gehen irgendwann kaputt. Die können Sie nicht mehr anschauen. Die können Sie vor allen Dingen nicht Ihrer Generation weitergeben. Wollen Sie das? Wollen Sie es wirklich drauf ankommen lassen? Also ich an Ihrer Stelle würde jetzt ganz schnell zugreifen, wie viele Kunden bereits vor Ihnen getan hat. Wie der Bernd aus Grafenau, er schreibt, lange gesucht und endlich gefunden. Einfach super mit diesem Gerät alte Bilder, alte Videos in richtig guter Qualität zu digitalisieren. Einfach nur top. Und das für 94,95 €. Zögern Sie keine Sekunde. Gehen Sie ran ans Telefon. Jeder hat sie bestimmt noch, solche alten Schätzchen. Die Bestellnummer hierfür ist die NX6154 und die 569. Und vor allem, wie einfach das geht. Das hat uns Ralf hier ganz beeindruckend gezeigt. Also das bekommt man ja auch ganz schnell hin. Das geht super einfach in Windes
Windeseile. Und hier sehen wir nochmal einfach nur Kabel auf Kabel stecken. Selbst die Farben, das ist alles schön hier gekennzeichnet. Da macht man unbewusst alles richtig. Und Sie machen jetzt bitte alles richtig, indem Sie jetzt sofort in die Leitung gehen, jetzt sich den TV-Sonderpreis sichern. Denn Ralf, du erinnerst dich, das Produkt war auch lange, lange Zeit ausverkauft. Einer unserer Bestseller. Wobei unser zweites ist natürlich auch ein Highlight, oder? Jetzt machen wir aber nochmal einen Sprung nach hinten. Und zwar auch in meine Kindheitstage. Weil ich weiß, als Kind gab es noch keine Videotechnologie. Ich war, als die ersten Videoabspielgeräte rauskamen, war ich 16, 17. Und die ersten Videorekorder oder auch Kameras, da war ich schon 18, 19. Aber vorher war ein Zeitalter der Super 8 und der 8mm Filme. Super 8 wurde 1965 erfunden. Das war einfach nur eine andere Einlegetechnik und andere Kameras. Aber solche Rollen, die liegen noch zu Millionen in deutschen Haushalten. Die können so sein, die können aber auch zusammengeschnitten und längere Filme sein. Und viele, wenn man das zum Beispiel mal als Erbgut irgendwo bekommen hat, was ja durchaus möglich ist, wissen gar nicht, was da drauf ist und was sie damit anfangen sollen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Geschichte wieder sichtbar machen. Und zwar mit unserem HDXL-Filmscanner. Und den hole ich jetzt mal nach oben. Ich habe ihn hier unten gerichtet. Aber auch hier, unglaublich einfach die Bedienung, die wir hier haben. Sie sehen hier, das sieht aus, die Älteren werden sich erinnern, wie ein Projektor. Nur hat er kein Leuchtmittel und er sendet kein Bild aus, sondern er hat einen Vorschau-Monitor. Das Einlegen der Filmspule ist immer das Gleiche. Hier kommt der Film rein, Leerspule ist im Lieferumfang enthalten. Und was man jetzt noch machen muss, ist so denkbar einfach. Das Gerät einschalten und das geht hier vorne, wir haben hier die Knöpfe, so, und dann sagt es erstmal guten Tag. Also hier sehen wir das, hallo. Und zeigt mir schon mal ein Vorschaubild. Und das ist schon mal der Wahnsinn. Ich kann es endlich wieder sehen, was da drauf ist. Und jetzt will ich digitalisieren. Und zwar möchte ich aus diesem Schmalbildfilm, so sagt man glaube ich dazu, möchte ich ein digitales Medium, eine MP4 machen. Jetzt muss ich hinten ins Gerät eine SD-Karte einlegen. Also heutzutage Micro-SD-Karte, die immer einen Adapter haben, dass es eine SD-Karte ist. Die kann man hier hinten einschieben, bis 32 GB groß. Und wenn das gemacht ist, dann muss man nur noch hier auf den zweiten Knopf drücken. Einmal drauf drücken, dann fragt er mich nach der Spulengröße, weil die ja auch verschieden groß waren. Und wenn ich die eingestellt habe, sage ich okay. Und jetzt sagt er mir, bitte Finger weglassen. Ja. Und jetzt schauen Sie, Bild für Bild wird digitalisiert. Aber jetzt sehen Sie das natürlich, das Ergebnis nachher nicht so. Bum, bum, bum. Sondern, das muss man von der Technik wissen, bei Super 8 waren im Normalfall 16 Bilder pro Sekunde. Das heißt, 16 Bilder hier digitalisiert ist eine Sekunde Film. Und die werden auch wieder zu einem flüssigen Film in der Originalgeschwindigkeit von diesem Gerät zusammengesetzt. Und das heißt, wenn wir hier jetzt fertig sind, haben wir diesen Film, der jetzt im Moment noch auf Spule ist, den haben wir dann digitalisiert als MP4 mit den genannten Vorteilen. Und hier geschätzt mal 70er Jahre. Ein Campingplatz oder ein Ausflug hier, eine junge Truppe, auch die Frisur, das ja, müssen 70er Jahren sein, schau mal dir die Frisuren Trabi an. Trabi haben wir gerade gesehen. Trabi, also war es wahrscheinlich im Osten irgendwo, ja, oder hinten auch war, glaube ich, ein Wartburg und ein Trabi, ja, also das ist aber toll, Zeltcamp, jetzt haben wir es genau. Und für uns ist das jetzt schon mal interessant wegen den Trabis und wegen den Zelten, aber für die Personen, die da abgebildet sind, ist das wieder darstellbare Erinnerung, also wirklich ein Stück ihres Lebens, ein Teil ihrer Geschichte. Und ich kann das auch von mir erzählen, weil du vorhin von Emotionen bei Videorekordern erzählt hast. Also auch ich habe viele Filme aus Kindheitstagen von mir entdeckt beim Digitalisieren. Und da hat man auch schon mal das ein oder andere Mal so ein cooler Tränchen in den Augen. Das sind so Situationen, da dürfen auch wir Männer mal ein paar Tränchen verdrücken. Zum Beispiel habe ich Filme gesehen mit meinen Urgroßeltern, ja, und zwar beiderseits, also väterlich und mütterlicherseits Urgroßeltern. Und die leben schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also da ich weiß nicht, vielleicht 9 oder 10, als die verstorben sind. Also ist schon eine ganze Ecke her. Und die siehst du plötzlich wieder in bewegten Bildern. Und das sind so bewegende Momente. Und die darf man einfach nicht verlieren. Sowas muss man sichern, auch für darauffolgende Generationen. Und du musst dir das jetzt auch mal vorstellen. Wenn Sie auch noch Filme haben mit Ihnen, mit Ihren Großeltern, mit Ihren Urgroßeltern, dann ist das von Ihnen aus gesehen schon die vierte Generation. Mittlerweile bin ich und Sie vielleicht auch selber Opa. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin schon mal 2 Generationen wieder weiter. Das heißt, ich kann jetzt selbst der 6. Generation
noch Bilder zeigen und kann sagen, du, pass mal auf, das hier, guck mal, ist dein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja? Und das ist eigentlich etwas, wofür man heute unglaublich viel Geld ausgeben muss. Ja. Ahnenforschung nennt sich das. Da kann man mal richtig Kohle hinrücken, um dann solche bewegten Bilder noch zu kriegen. Sie können Ihr eigenes Stammbuch mit den Ahnen aufbauen, wenn Sie noch solche Filme haben. Und wenn Sie auch auf diesen Filmen sind, werden Sie genau dasselbe erleben wie ich. Diese Emotionen, ja, die man damals hat. Man wird neue Sachen entdecken. Es gibt auch, ich habe Filme entdeckt, zum Beispiel eine Hochzeit, von der erzähle ich immer wieder, weil die mich sehr beeindruckt hatte. Ich habe mich selber gar nicht mehr daran erinnert. Da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre. Mhm. Ich, mein Bruder, also alle waren da natürlich in Gala-Uniform, in Anführungsstrichen. Ich war in Lederhosen da. Weil meine Mutter hat mir und meinem Bruder immer Lederhosen angezogen, weil wir so, ja, wir waren so brave Kinder, die immer ganz brav auf dem Stuhl gesessen sind und nie irgendwelche Hosen oder Knie kaputt gemacht hat. Aber das war mit der Grund. Aber das ist dann so herzzerreißend, wirklich. Mhm. Und das auch zu sehen im Detail nochmal. Ja? Dann siehst du auch deine, also meine Mutter, die ist mittlerweile auch 80 Jahre alt, die siehst du als junge Frau auf der Tanzfläche. Ich mit der Braut hier getanzt. Ja, ich kann sagen, die Frau war knackig. Ja? Also das ist einfach schön. Und viele, viele, die das gemacht haben, und da kriegen wir auch immer Zuschriften, die haben angefangen einfach aus Interesse, weil sie so Filme haben und haben dann ein ganz neues Hobby für sich selber entdeckt. Im zweiten Schritt, wenn es einmal digitalisiert ist, kannst du das natürlich auch wieder vervielfältigen. Du kannst es verschenken, du kannst es bearbeiten. All das geht eben nur, wenn es digital ist. Wer früher mal auch selber geschnitten hat, es gab ja auch für Super 8 Filme Schnittplätze. Das ging wirklich mit Schneidegerät, also mit Schere im Prinzip und Tesa oder Klebeband. Ja, du hast ein Stück an so einem Schnittplatz, da war es gespannt, dann hast du ein Stück rausgeschnitten und hast den Rest dann wieder mit Klebeband zusammengeklebt. Ja? Und dann, so hat man Filme geschnitten früher. Wahnsinn. Heutzutage ist das natürlich viel einfacher. Und gerade wenn man jetzt müssen wir mal schauen, also Anfang der 80er Jahre wurde Super 8 komplett abgelöst, also vor 40 Jahren. Mhm. Das heißt, diese Bilder sind über 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre alt. Das ist Geschichte, das ist Historie. Schreibt auch der Friedrich aus Haus Hamm. Relativ einfach, in Klammern für mich als Laie, Variante, die jahrzehntealten Schätze der Schmalfilmkultur ins 21. Jahrhundert zu retten. Macht richtig Spaß, die vergessenen, zum Teil über 40 Jahre alten Erinnerungen jetzt auf PC oder Flachbildfernseher zu sehen. Stimmt, das ist ja auch eine Option, dass man sich das mal auf einem riesen Flachbildfernseher anschaut. Und was viele auch geschrieben haben, was ich selber gemerkt habe, sogar die Qualität wird hochgesetzt. Ja, ja. Das schreibt hier der Roman aus Barsingshausen. Meiner Meinung nach sind die eingescannten Filme bei der Wiedergabe qualitativ besser als bei der Wiedergabe mit dem Filmprojektor. Ja, liegt natürlich auch heutzutage an den Flachbildschirmen. Das ist anders, aber ich habe den Eindruck auch. Ja. Mhm. Also so ist das. Und da sehen wir jetzt mal irgendein Volksfest oder ein Dorffest und eine ältere Dame damals schon. Was klaut? Die klaut Blumen. Hei, 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 macht man das vom Festwagen. Aber jetzt überleg mal, diese Dame, und jetzt gehen wir mal wieder von 70er Jahre aus. Ja. 70er Jahre sind 50 Jahre her. Ja. Und jetzt ist diese Dame allerhöchstwahrscheinlich auch schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr unter uns. Aber die ist die Oma und die Mutter von irgendjemand, der eben noch da ist und sich dann freut. Guck mal, was Oma damals getrieben hat. Hier Blumen vom Festwagen geklaut. Oder guck, wie Opa getanzt hat. Oder irgendwo, wenn jetzt ein junges Mädel durchflitzt oder ein junger Kerl, der ist dann jetzt in meinem Alter, also auch selbst Opa. Und ich finde das auch ganz interessant, wenn man den Enkeln, vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn man den Enkeln Kinderbilder zeigt. Also nicht den Kindern, weil ganz einfach, es gibt so eine Barriere. Also jedes Kind weiß, dass die Eltern auch mal Kind waren. Aber ich glaube auch, jedes Kind denkt, Opa und Oma waren schon immer alt. Schon ja? Immer, die ja. waren immer. Die sind als Oma und Opa auf die Welt gekommen. Für die ist das eigentlich unbegreiflich, dass Opa und Oma auch mal so klein waren, wie sie jetzt selber. Und das ist so ein ganz neues Weltentdecken. Und glaub mir, für die Kinder, aber auch natürlich auch für die Enkel und für die Kinder, ist so ein Film, auf dem ich dann abgebildet bin, spannender als jeder Krimi. Ich meine, okay, meine Enkel schauen noch keinen Krimi an, aber zum Beispiel die Eisprinzessin, die macht dann halt, oder Eiskönigin, die macht dann halt mal Pause, weil hier ist der König, ja, ja, König Opa. Der ist zu sehen und zwar jetzt dann im flüssigen Film auf dem Großbildschirm, wenn Sie es digitalisiert haben. Ach, sind das nicht wertvolle Momente? Die Filme, die wir gerade gesehen haben, ich finde, das hat so ein Stückchen heile Welt. Da gab es noch nicht irgendwie so viel Stress. Man hat immer das Gefühl, da war noch alles schön, oder? Solche Schätze haben Sie die auch noch? Na, dann ist es jetzt
die richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzugreifen. Schauen Sie, der Preis, der ist unschlagbar. Das müssen wir ganz klar sagen. 322,95 €. Versandkostenfrei. Und das ist der Retter Ihrer alten Schätze. Ob das die VHS-Kassetten sind oder die Super 8 und 8 mm Filme. Das wäre so schade. Deswegen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Denn Sie haben es ja gesehen, auch bei sehr guter Lagerung dieser Schätze werden die irgendwann kaputt gehen. Das heißt, jetzt ist nochmal die allerletzte Möglichkeit. Jetzt wird es allerhöchste Eisenbahn, dass Sie diese alten Schätzchen retten vor dem Verfall. Weil die kann uns dann keiner mehr wiedergeben. Es sei denn, Sie haben sie vorher digitalisiert. Schnell ran ans Telefon. Es lohnt sich, die Telefonnummer nochmal. Das ist die 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß!